Chefsache, der Gesundheitstalk. Eine neue Folge ist am Start und bei dieser Folge freue ich mich sehr, dass ich Karina Freude gewinnen konnte für unser Interview hier heute zum Thema BGM in Corona-Zeiten. Bevor wir inhaltlich richtig einsteigen, möchte ich dich kurz vorstellen, liebe Karina. Dazu muss ich ein bisschen ablesen. Und zwar bist du studierte Sportwissenschaftlerin, Inhaberin von Lebensfreude Gesundheitsmanagement in Saarbrücken und Expertin in Sachen betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung, Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, Gesundheitscoaching und noch vieles mehr. Zu deinen Referenzen zählen unter anderem die Deutsche Post AG. Du hast zuletzt einen tollen Preis bekommen. Herzlichen Glückwunsch noch dafür. Nämlich du wurdest als Top Brand Corporate Health 2021 ausgezeichnet. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Hört sich super Hört an. sich super an. Gut, erste Prüfung bestanden. Ja. Ja, was ich ja ganz süß finde, ist, dein Unternehmen nennt sich Lebensfreude. Das kommt nicht von ungefähr. Ja, das ist mit Sicherheit mit deinem Namen Carina Freude verbunden. So ist es. So ein Zufall. War jetzt nicht so schwer, die Namensfindung. Nein, aber bis dahin hattet ihr doch bestimmt ein bisschen gebastelt oder kam die so über Nacht? Die Idee mit dem Namen, meinst du? Ja. Ja, es gab noch zwei, drei Alternativen, aber im Großen und Ganzen muss man ehrlich sagen, der Name stand sehr, sehr schnell fest. Also es war noch so alternativ Alltagsfreuden, also weil es natürlich um privaten und beruflichen Alltag geht, aber es kristallisierte sich sehr, sehr schnell das Lebensfreude heraus als Top-Favorit. Ja, also auf jeden Fall dieser Name Freude, der musste da rein, ne? Das Ja, passt ja auch zum Thema, wie passt ich auch. finde. Das passt sehr. Genau, Richtig. ja. Von daher sind wir nach wie vor sehr, sehr froh mit der Entscheidung, Ja, auch das glaube viele ich. Jahre später. Ja, das glaube ich. Hast du dich in der Vorstellung wiedergefunden oder habe ich was ausgelassen? Möchtest du was ergänzen? Nö, alles gut. Also ich glaube, das Wichtigste war enthalten. Ich habe tatsächlich Sport und BWL studiert und komme eigentlich aus dem klassischen Sportmanagement. Und wie das manchmal halt so im Leben ist, gibt es ja neue Wege, andere Wege. Ich Oh habe ja. im Bereich Sportmanagement unter anderem Profisportler betreut, bin mit denen um die Welt geflogen und hatte eine Schwimmerin kurz vor den Olympischen Spielen betreut, ja, die dann leider sehr, sehr, ja, traurig, tragisch, nicht teilnehmen konnte, weil sie mit 26 Jahren an Brustkrebs erkrankt ist. Und dann haben wir im Zuge, ja, dieser Veränderung weg vom Sport sehr viel Krebsprävention gemacht mit der Deutschen Krebsgesellschaft und mit vielen Unternehmen, die im Kampf gegen Brustkrebs sehr aktiv sind. Und dann hat mich das Präventionsfieber gepackt und ich habe mir gedacht, da kann man eigentlich noch ein bisschen mehr bewegen. Das ist total spannend. Und so kam dann quasi der Weg zur, ja, Gesundheitsprävention. Und ich finde, das Thema war zu dem Zeitpunkt, also ich bin jetzt seit dieses Jahr 10 Jahren selbstständig, noch sehr unterrepräsentiert im betrieblichen Kontext, im betrieblichen Setting. Und so wurde die Idee geboren, ich möchte etwas für die betriebliche Gesundheit tun. Das haben wir ja halt ganz oft, ne? Dass sich unsere beruflichen Wege ergeben, dass wir auf etwas gestoßen werden und wir eigentlich, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur noch die Augen aufhalten müssen und es auch nehmen müssen. Das Das war nicht der Plan von dir, aber Er war nicht ganz abwegig, muss man ehrlich sagen. Also so kurz nach dem Abi weiß man ja nicht so genau, was man will. Man weiß nur, was man nicht will. Und auch nicht unwichtig. genau, also ich wusste immer, was ich nicht will. Ich wusste aber nicht so genau, was ich will und hatte mich damals tatsächlich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt, Arbeits-, Organisationspsychologie. Also von daher so ganz, ganz überraschend kam dieser Weg nicht.
Aber zum damaligen Zeitpunkt gab es, ich glaube, das ist nicht mehr so, gab es noch einen Numerus Clausus, den ich damals nicht erfüllen konnte. Und ja, dann hat man halt einen Plan B ausgepackt, das war Sport und BWL, wo mich immer jeder gefragt hat, Carina, was genau willst du eigentlich damit machen mit dieser Kombination? Und ich würde sagen, damit kann man sehr viel machen und richtig Gutes machen. Wie man sieht. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Kann gar nicht richtig gefeiert werden. Dankeschön. Das könnt ihr nachholen. Ja, auf jeden Fall. Also damit wäre eigentlich meine erste Frage auch schon beantwortet. Seit wann macht ihr BGM? Nämlich seit 10 Jahren. Genau. Wir haben dieses Jahr 10-jähriges Firmenjubiläum und seit diesem 2.11.2011 beschäftigen wir uns im ersten Schritt mit betrieblicher Gesundheitsförderung, muss man ehrlicherweise sagen. Und ja, auch da hat es sich natürlich intern weiterentwickelt. Richtig. Genau, wir haben angefangen, also ich habe angefangen als Einzelkämpfer mit dem Thema BGF, also wirklich, was kann ich im Unternehmen für die Mitarbeiter Gutes tun? Und auch sehr in den Anfängen sehr darauf fokussiert auf das Thema Körper, Rücken, also was die Mitarbeiter da so brauchen, in Kombination dann mit dem Thema Entspannung, das kam dazu und irgendwann entwickelt sich natürlich auch das weiter. Ich habe mittlerweile ein ganz, ganz tolles Team um mich herum. Wir sind Spezialisten auf verschiedenen Fachgebieten, also wir haben Gesundheitswissenschaftler, Ernährungswissenschaftler, Sportwissenschaftler und so setzt sich das Team eben zusammen. Jeder hat seinen Themenschwerpunkt. Und ja, das passt sehr gut. Bei allem wirkst du sehr entspannt. Ja, Also es wirkt auch bei dir selber. Ja, ich glaube, ich darf auch entspannt sein. Also wir haben Corona wirklich ganz gut gemeistert. Wir haben, glaube ich, von Anfang an uns dieser Herausforderung gestellt, die angenommen. Privat habe ich 3 Kinder, das ist natürlich auch ein Thema. Kleine Kinder, sehr kleine Kinder. Aber ich glaube, mit einer ganz guten Organisation funktioniert das ganz gut und mit einem tollen Team, egal ob das jetzt familiäres Team oder berufliches Team ist, darf ich mich da nicht beschweren. Aber ich unterstelle dir auch, das ist nicht nur das Team, sondern auch dein Mindset. Wahrscheinlich. Ja, und das ist ja wieder etwas, was man auch lernen kann, ne? Also es ist tatsächlich so, vielen wird es in die Wiege gelegt. Ja. Wir haben das Glück, das nicht lernen und trainieren zu müssen, zu dürfen. Und bei anderen ist es eine lebenslange Aufgabe, Herausforderung. Aber das Schöne ist wirklich, dass man mit sehr, sehr wenig Handwerkszeug und Mitteln da auch ganz, ganz viel wirklich erlernen kann, erfahren kann, umsetzen kann. Und das ist ja auch das, was wir versuchen tagtäglich an Mann und Frau zu bringen. Ja. Genau. Carina, du hattest gerade das Wort mit C schon angesprochen. Wir haben es schon öfter gehört. Beziehungsweise es beherrscht unseren Alltag natürlich in diesen Zeiten. Vielleicht sagen wir nochmal dazu, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir Anfang März 2021. Also wir sind mittendrin. Ja. Wie kann ich BGM, BGF, also betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung unter diesen Umständen überhaupt anbieten? Was hat sich für euch geändert? Vieles. Also ich würde fast sagen, unser komplettes tägliches Tun hat sich komplett umgekrempelt. Also unser Alltag sah vorher, also vor der genannten, erwähnten Corona-Krise so aus, dass wir jeden Tag in einem Unternehmen oder manchmal an manchen Tagen auch in mehreren Unternehmen vor Ort waren, an Mitarbeiter sehr, sehr nah dran waren, also jetzt nicht nur an die Mitarbeiter als solches, sondern egal, wie die Zielgruppe gerade aussah, das kann ja ein Auszubildender sein, das kann eine Führungskraft sein, das kann ein Team sein, das kann der Arbeitskreis Gesundheit sein. Auf jeden Fall waren wir immer sehr, sehr eng mit den Menschen vor Ort verbunden, egal wie die Tätigkeit, die Maßnahme gerade aussah. Ja, und wie du es richtig gesagt hast, es ist jetzt 1 Jahr her, unfassbar, wie die Zeit vergeht.
Und plötzlich wurde unser Alltag komplett auf den Kopf gestellt, denn von heute auf morgen gab es einen Lockdown. Wir durften in kein Unternehmen mehr rein und saßen erstmal kurz hier. Okay, was machen wir denn jetzt eigentlich den ganzen Tag? Ja, nach dieser anfänglichen Schockstarre haben wir uns dann überlegt, dass es ja zum Glück, also wir sind ja in der wirklich glücklichen Situation, dass wir auch digitale Möglichkeiten haben. Das hat nicht jede Branche, ehrlicherweise. Und haben dann überlegt, wie wir halt unsere einzelnen Module und Maßnahmen auch auf digitalem Wege transportieren können. Und so würde ich jetzt ein Jahr später sagen, haben wir da ganz gute Ideen gehabt, wie natürlich auch die Auszeichnung, die wir erhalten haben, glaube ich, widerspiegelt. Wir haben es eben sehr, sehr früh dieser Situation gestellt. Wir haben überlegt, was wir tun können. Auch da wieder großen Dank natürlich an das Team, das da wirklich mitgearbeitet hat, kreativ unterwegs war. Und so sind wir halt dann digital durchgestartet. Man muss ehrlich sagen, ich war immer der absolute digitale Gegner. Also mein Team, das auch aus jüngeren Teammitgliedern besteht, hat schon immer gesagt, Carina, wir müssen digitaler werden, wir müssen digitaler werden. Und ich habe immer gesagt, nein, unsere Stärke ist präsent vor Ort. Gut, ja. Letztes Jahr hatten wir nicht mehr so viele anders. Optionen. Ja. Ja. Genau. Wie stelle ich mir das nun vor? Du kannst ja viele Dinge digitalisieren, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich arbeite schon im Gegensatz zu dir dann vielleicht tatsächlich ein bisschen länger digital, auch schon vor dem Corona-Zeitalter. Aber sicherlich kannst du ja nicht für jedes Angebot ein Zoom-Meeting starten. Hast du so vielleicht so zwei, drei Beispiele, was vorher in Präsenz war, was jetzt in Zoom abgebildet wird? Also wir haben ja verschiedene Bausteine an Modulen und Maßnahmen. Also das fängt klassischerweise natürlich mit vorbereitenden analytischen Maßnahmen an. Also sei es jetzt die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung oder andere Analysen wie Mitarbeiterbefragungen und so. Das lässt sich natürlich digital sehr gut umsetzen. Da haben wir eigentlich weniger Schwierigkeiten von Anfang an gehabt. Es sei denn, du hast mal ein produzierendes Unternehmen, wo nicht jeder Mitarbeiter einen E-Mail-Zugang oder wie auch immer hat. Aber das war eigentlich von Anfang an relativ easy zu bewerkstelligen. Und dann kommt so der einzig kritische Knackpunkt, wo es dann wirklich in die Check-ups mit dem Mitarbeiter vor Ort geht. Ja, also wir screenen sehr, sehr viel und mir ist es, oder uns als Team ist es sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich zum einen nochmal sensibilisieren durch Schwarz auf Weiß, so sieht es gerade aus, egal ob das jetzt körperliche Maßnahmen sind, Stressbelastungen sind, die wir screenen, Schlafverhalten, also wir screenen alles, in jedem Handlungsfeld alles und das war natürlich schon eine Herausforderung, weil also kleines Beispiel, wir gucken oder wir schauen, wie die Wirbelsäule sich gerade darstellt. Dafür brauche ich einfach den Mitarbeiter live vor Ort. Genau. Genau. Das ist das tatsächlich bis heute das Einzige, was wir nicht digital lösen können, wenn wir eine körperliche Vermessung vornehmen. Egal, ob es die Füße sind, ob es der Rücken ist. Das ist das Einzige, was wir Stand heute digital nicht lösen können. Alles drumherum ist eigentlich machbar. Also wir können, wie gesagt, in die Analyse gehen, digital überhaupt kein Thema. Wir können in die Konzeption gehen, also auch der Austausch mit dem Arbeitskreis Gesundheit, mit dem Steuerkreis, kein Thema. Die Konzeption, kein Thema. Anschließende Maßnahmen wie Seminare, Webinare, Impulsvorträge, Talks, also alles gar kein Problem. Das Einzige, was wirklich bis heute nicht für uns lösbar ist, ist das körperliche Screening. Und wird es angenommen auf der anderen Seite? Weil sind wir ehrlich, BGM ist vielleicht gerade nicht das Thema, was am ehesten unter den Fingern brennt. Da sind ganz andere Themen teilweise noch im Vordergrund. Wenn ich an das Hotel-Gaststättengewerbe denke, überlege ich mal, ne? Die werden vielleicht im Moment nicht unbedingt als erstes BGM auf dem Plan haben. Ja und nein. Also
Unsere Erfahrung im letzten Jahr hat gezeigt, die vorher schon gutes BGM gemacht haben, die machen es auch weiter. Warum? Weil sie natürlich ihre Sinnhaftigkeit und ihren Nutzen darin sehen und erkennen. Und wenn wir uns das letzte Jahr anschauen, also ich würde behaupten, Gesundheit war schon immer wichtig, aber es war noch nie so präsent und wichtig wie im letzten Jahr. Und das gilt natürlich nicht nur für die private, persönliche Gesundheit, sondern auch für die betriebliche Gesundheit. Das heißt, die Unternehmen brauchen gerade jetzt gesunde, fitte, leistungsfähige Mitarbeiter, um selbst auch gut durch diese Krise zu kommen, wirtschaftlich. Also von daher ist es wirklich so, Unternehmen, die da eine Sinnhaftigkeit drin sehen, warum sie es irgendwann mal eingeführt haben, die ziehen es auch durch und machen es weiter und machen es sogar vielleicht besser und intensiver als je zuvor noch. Ich gebe dir aber völlig recht, es gibt auch Unternehmen, die sagen, naja, das ist jetzt nicht unsere 1A-Prio, Komma weil. Und da ist es dann vielleicht auch ein bisschen weggebrochen oder eingeschlafen. Also ganz unterschiedlich. Wenn ich mir jetzt so unsere Kunden anschaue, würde ich allerdings sagen, dass es sehr, sehr wenige sind, die es wegfallen gelassen haben. Die schon vorher dabei waren, von denen, die schon vorher dabei waren. Genau, also die schon vorher dabei waren. Es sind sehr, sehr wenige weggebrochen. Und wir haben tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass es Unternehmen gab, die wirklich in der tiefsten Corona-Krise mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement neu gestartet sind. Beachtlich, ne? Hat dazu eure Aktion auch beigetragen? Vielleicht erzählst du sowieso nochmal von der Aktion, für die ihr dann den Preis gewonnen habt. Und dann frage ich nochmal, war diese Aktion auch dafür verantwortlich, neue Unternehmen dafür zu begeistern? Also du sprichst wahrscheinlich die größte mobile Pause des Saarlandes an. Genau. Es war eine von den Corona-Ideen, die wir umgesetzt haben. Und uns war es eigentlich uns war es nicht wichtig, in dem Moment jetzt neue Kunden zu akquirieren, sondern es ging uns tatsächlich darum, plötzlich verändert sich für den Mitarbeiter alles von heute auf morgen. Ja, also wir sind plötzlich im Homeoffice. Dieses ganze soziale Miteinander bricht uns plötzlich weg. Die Fitnessstudios sind geschlossen. Und dann haben wir eben auch im Team überlegt, was können wir denn den saarländischen Mitarbeitern Gutes tun? Und dann entstand eben diese Idee mit der größten mobilen Pause des Saarlandes, was ich nach wie vor eine wirklich richtig gute Idee von uns finde, muss ich ehrlich sagen. Und das war ganz, ganz toll, dass viele Unternehmen da mitgemacht haben. Also selbst beim ersten Mal, ich kann mich noch genau erinnern, waren über 70 Unternehmen dabei. Also wir waren total begeistert und euphorisch. Und das ist tatsächlich über die Zeit auch so beibehalten worden. Die haben sich da immer ganz eifrig jeden Mittwoch um 12 Uhr eingeschaltet. Und genau, erzähl mal, wie fand die Stadt diese Aktion mittwochs um 12? Genau, also es ist ja jetzt schon eine Weile her, fast ein Jahr. Aber es war jeden Mittwoch um 12 Uhr, genau, ist unsere mobile Pause des Saarlandes gestartet. Das heißt, wir haben den Link auch wirklich überall öffentlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Es durfte wirklich jeder teilnehmen. Also auch unabhängig jetzt von unserem Kundenportfolio. Natürlich haben wir das auch an unsere Kunden weitergegeben und gestreut, aber auf der Homepage, auf allen sozialen Medien, es konnte wirklich jeder, der Lust und Zeit und sich was Gutes tun wollte, teilnehmen. Und die haben sich dann mittwochs über WebEx eben zugeschaltet. Das Ganze ging 20 Minuten und wir haben ein bisschen Variation reingebracht, natürlich, was wir da immer angeboten haben inhaltlich. Wir haben auch ein bisschen Variation reingebracht, wer es durchgeführt hat. Also es war immer mal wieder ein anderes Teammitglied von uns und wir haben uns auch immer mal wieder prominente Teilnehmer mit ins Boot genommen. Also Sportler, Politiker, alles, was man hier im Saarland und drumherum so kennt, haben wir eingeladen, die haben mitgemacht. Und ich glaube, das war eine richtig schöne Aktion, die auch nochmal so ein bisschen Mut gemacht hat, die auch noch mal so ein bisschen Lebensfreude gebracht hat und Und dafür habt ihr diesen Preis bekommen. Genau, also es gibt jedes Jahr zeichnet diese Institution eben gewisse Top-Brands aus und seit letztem Jahr gibt es eben diese Kategorie im Bereich des erweiterten Gesundheitsmanagements und
du wirst dafür nominiert, also du kannst dich da nicht bewerben. Und wir waren natürlich sehr dankbar, dass wir da vorgeschlagen wurden aufgrund dieser Aktion und haben uns dann tatsächlich unter 7000 anderen Dienstleistern in Deutschland durchsetzen können. Bravo! Grandios! Ja, wir sind auch ganz glücklich und das war ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Ja, das glaube ich. Ach so, zu Weihnachten kam es dann. Also kurz vor Weihnachten haben wir es erfahren und es wurde jetzt im neuen Jahr, wurde es dann quasi öffentlich kommuniziert. Ja, perfekt. Jetzt mal eine Frage dazu. Auch wenn das keine Idee war, um neue Kunden zu akquirieren, konntet ihr denn trotzdem das Bewusstsein für BGM an der Stelle nochmal anzapfen und nochmal lostreten? Ja. Begeistern. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist dann eher so die Mund-zu-Mund-Propaganda, die intern arbeitet für uns tatsächlich. Also Mitarbeiter, die mitgemacht haben, gesagt haben, Mensch, das ist klasse und es tut mir richtig gut. Können wir denn das nicht dauerhaft irgendwie bei uns implementieren? Die kamen dann auf uns zu und auch tatsächlich nicht nur saarländische Unternehmen, sondern bundesweit bis heute. Wir hatten gerade letzte Woche noch mal eine Anfrage zum Thema, diese mobile Pause, die findet ja nicht mehr statt und können Sie das denn nicht bei uns auch intern jede Woche umsetzen? Ja, und? Ihr könnt, bestimmt. Machen wir natürlich gerne, klar. Ja, klar. Das wäre ja schon ein Best-Practice-Beispiel, was dabei entstehen kann. Vielleicht wäre dieses Unternehmen ohne das C-Wort, ich versuche das jetzt mal nicht immer auszusprechen, vielleicht wäre dieses Unternehmen überhaupt nicht so auf BGM gestoßen. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, ob sie früher oder später den Weg auch so zur betrieblichen Gesundheit gefunden hätten. Aber ich glaube schon, dass die Belastungen sich durch das C-Wort verändert haben, dass die gestiegen sind, die Anforderungen an die Mitarbeiter. Und zwar jetzt nicht nur im beruflichen Kontext, sondern wirklich auch in dieser Belastung mit Privatleben und beruflichen Herausforderungen. Und ja, von daher glaube ich schon, dass die Mitarbeiter gerade in der aktuellen Zeit dankbar sind für jede Unterstützung, die sie bekommen können. Wie sind deine Erfahrungen mit Menschen, die im Homeoffice sind? Wie nehmen die Angebote an? Sind die nicht einfach sowieso mega gestresst, der Kopf ist zu, du bist im Homeoffice, der Partner vielleicht auch noch und die Kinder, die schwirren um dich rum und jetzt kommst du und sagst ja, jetzt mach auch noch mal eben ein paar Minuten was für deine Gesundheit. Ist die Akzeptanz bei dem Mitarbeiter direkt gegeben? Ja, also ich meine, es ist ja kein Muss, es ist ja ein freiwilliges Angebot und ich glaube, derjenige, der es ausprobiert, wird für sich sehr schnell feststellen, dass es mir tatsächlich gut tut, egal ob es jetzt körperlich ist oder auch psychisch-mental. Ja. Wie du sagst, wir sitzen den ganzen Tag mittlerweile während der Arbeitszeit vor unseren Rechnern. Also diese digitale Ermüdung ist natürlich schon ein Thema, dem wir auch entgegenwirken müssen durch unsere Angebote, keine Frage. Aber jetzt gerade bei diesen mobilen Pausen, Relaxpausen, wie auch immer wir sie nennen, versuchen wir natürlich, also wir transportieren es digital, aber der Mitarbeiter ist nicht gezwungen, die ganze Zeit jetzt auf diesen Bildschirm zu schauen, ja, sondern er darf sich vom Laptop wegbewegen. Er darf, also definitiv, er sollte sogar, ja, also er sollte seine klassische Haltung verändern, er sollte seinen Platz verändern, er sollte sich körperlich verändern, psychisch-mental auf andere Gedanken kommen. Also das ist eigentlich die Zielsetzung. Ja, wir sprechen ja immer von einem Tätigkeitswechsel. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag vor meinem Rechner sitze und viel geistig konzentrativ arbeite, dann versuche ich natürlich in diesem Tätigkeitswechsel tatsächlich ins Stehen, ins Gehen zu kommen und auch mein Kopf, meine Gedanken auf andere Themen zu lenken. Genau. Sehr spannend. Ich gucke mal gerade so in meine Fragenliste hier rein. Davon haben wir schon ganz, ganz viel beantwortet.
Vielleicht noch mal eine Frage. Ihr seid ja nun externe Dienstleister. Das heißt, du hast ein Unternehmen, das in Unternehmen reingeht, die im BGM, BGF anbieten möchten. Warum sollte oder kann man sich entscheiden für externe? Ich höre immer wieder von Mitarbeitern, das schaffen wir auch alleine. Ja, dürfen sie auch. Also wir zwingen uns ja nicht auf sozusagen. Also ich glaube, es hat ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen wissen wir alle, dass die internen Ressourcen eh oft am Limit sind. Ja, also zeitliche Aspekte, wer kümmert sich darum? Es hat jetzt nicht jeder unbedingt so viel Kapazitäten in seinem Arbeitsalltag frei, dass er das gerne übernimmt. Wenn, dann ist es tatsächlich so eine persönliche Leidenschaft, die ein Mitarbeiter mitbringt, weil er entweder mal eine Erfahrung mit dem Thema Gesundheit gemacht hat und sagt, das ist so wichtig, ich kümmere mich darum. Oder mein Herzblut schlägt dafür, ich kümmere mich darum. Aber im Großen und Ganzen stellen wir schon immer fest, dass eben diese Zeitressourcen sehr, sehr knapp sind und es einfach schwierig ist, intern umzusetzen. Also wir beschäftigen uns den ganzen Tag damit und wenn ich mir vorstelle, so ein Mitarbeiter sollte das jetzt mal gerade eben noch nebenher machen, schwierig. Ist da, glaube ich, auch nicht nur ein zeitlicher, sondern auch ein qualitativer Aspekt. Genau. Das wäre jetzt so der nächste Punkt, den ich auch angesprochen hätte. Danke. Es ist ja eben auch so, ne? Die wenigsten Unternehmen haben intern ausgebildete Gesundheitsmanager. Es macht natürlich ab einem gewissen Grad, wo ich das umsetze, schon Sinn, intern jemanden vielleicht dafür auch anzustellen. Aber gerade in den Anfängen, wo ich wirklich das Thema neu einführe, ist es ganz, ganz oft so, dass eben die Expertise von außerhalb kommt. Und das können ja auch unterschiedliche Kompetenzzentren sein. Ja, also das kann entweder ein externer Dienstleister sein, wie wir es sind. Das kann aber auch eine Krankenkasse sein oder die Kombination aus Krankenkasse plus Dienstleister. Also das gibt es zum Beispiel bei unseren Unternehmen ganz, ganz oft. Entweder kommen sie auf uns zu und wir nehmen dann früher oder später gerne eine Krankenkasse mit ins Boot. Oder es ist so, die Krankenkasse ist drin und sagt, wir brauchen aber hier einen externen Berater, Dienstleister, wie auch immer. Also diese Dreierkonstellation hat sich für uns bewährt. Aus verschiedenen Gründen und das ist tatsächlich Zeitressourcen, aber auch finanzielle Ressourcen. Du hast ja vielleicht schon mal vom Präventionsgesetz gehört, das es seit ein paar Jahren gibt. Zufällig, ja. Genau, das heißt, die Krankenkassen werden ja tatsächlich dazu beauftragt, betriebliche Gesundheit zu fördern. Die haben Gelder zur Verfügung, die den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden und daher sollten das Unternehmen auch nutzen. Ja, klar, gerade eben so kleine mittelständische Unternehmen, die vielleicht auch nicht die finanziellen Möglichkeiten haben. Und gerade auch am Anfang. Genau. Wo es am meisten kostet. Ja, genau. Also wo auch einfach so eine externe Expertise Sinn macht. Ja, also eine Krankenkasse hat ja auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel und auch ganz andere Einblicke in Unternehmen. Also es gibt ja sogenannte Gesundheitsberichte von den Krankenkassen. Das heißt, man kann Fehlzeitenreporter anfordern, analysieren und dann auch nochmal ganz konkret schauen, okay, wo liegt der Hund begraben? Also wo sind eigentlich so die Themen, die wir tatsächlich auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement genau in eurem Unternehmen bedienen sollten? Das sind immer für uns wichtige Informationsquellen. Ja, sehr spannend. Sehr spannend. Jetzt haben wir ja auch schon viel über das letzte Jahr gesprochen. Wenn wir jetzt einen Ausblick wagen, wo stehen wir, was glaubst du, in einem Jahr? Wie wird sich die Akzeptanz für BGM, BGF verändern? Kannst du da mal durch die Glaskugel gucken? Nee, durch die Kristallkugel gucken? Ja, also was hat das Ganze für Auswirkungen auf dieses Thema? Also ich glaube schon, dass das letzte Jahr gezeigt hat, Gesundheit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema geworden. Eigentlich war es ja schon immer, wenn man ehrlich ist, aber es hat nochmal eine andere Präsenz, einen anderen Stellenwert bekommen. Und ich glaube, das trägt auch für unser Thema positive Früchte.
Also ich glaube wirklich, dass das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement in den nächsten Jahren noch stärker fokussiert wird von Unternehmen. Entweder aus Imagegründen, ich meine, solche Unternehmen gibt es ja auch, aber auch, weil es wirklich sinnhaft und notwendig ist. Die Anforderungen an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen steigen, sie werden nicht weniger. Jetzt haben wir noch das Thema Digitalisierung. Da wird es keinen Weg zurück mehr geben, wenn man ganz ehrlich ist. Das ist notgedrungen durch diese Situation bei uns angekommen und es wird definitiv in irgendeiner Form beibehalten werden. Und von daher bin ich fest davon überzeugt, dass das Thema ganz fester Bestandteil bleiben wird, eher zunehmen wird, anstatt dass es weniger wird. Und ich glaube, gerade auch dieses psychisch-mentale Thema einen neuen Stellenwert bekommt. Also auch das hat das letzte Jahr für uns gezeigt. Früher hat man immer so flapsig gefragt, und wie geht's dir? Ja, gut, alles klar. Richtig, das sagtest du so im Vorgespräch. Genau, erzähl nochmal, was du da mir erzählt hast im Vorgespräch. Genau. Und heute ist es tatsächlich so, dass der Mensch, die Person sich auch mal traut, sagen, mir geht's gerade nicht so gut. Ja, also es ist gerade irgendwie mega anstrengend. Ich habe zu Hause meine Kinder, die ich betreuen muss und nebenher arbeiten muss. Mir fehlt mein Hobby, in welcher Form auch immer. Mir fehlt ja vielleicht auch wirklich der tägliche Gang ins Büro, weil das meine Struktur einfach, meine Tagesstruktur mit sich bringt. Mir fehlen meine sozialen Kontakte. Also ich habe das Gefühl, dass es eine größere Offenheit und Toleranz dafür gibt, dass es einem auch mal nicht so gut gehen darf. Und das habe ich vorher nie so erlebt und nie so gespürt. Ich meine, klar, in unseren Coachings oder so ist das Thema natürlich offen, aber so auf der Straße, gerade zwischen Tür und Angel, darf man oder trauen sich die Leute zu sagen, ja, mir geht's gerade nicht so gut. Und ich glaube, diese psychisch-mentale Offenheit führt auch wirklich dazu, dass auch diese Themen zukünftig noch mehr Fokus bekommen und auch mehr enttabuisiert werden. Das finde ich ganz, ganz wichtig und ganz, ganz toll. Ich teile deine Meinung, aber muss auch zugeben, du hast mich darauf nochmal tatsächlich so ein bisschen geschubst. Also ich habe das tatsächlich auch festgestellt, dass ich, wie du sagst, auf der Straße zwischen Tür und Angel oder beim Bäcker oder wo auch immer, man trifft jemanden und sagt, ach ja, ist gerade irgendwie nicht so toll. Diese Situation hatte ich auch, aber dieses Bewusstsein nochmal, es wird jetzt so ein bisschen enttabuisiert, wie du das sagst, dass wir auch mal sagen dürfen, ey, mir geht's gerade nicht so gut. Das stimmt, ja. Das wäre ja auch schön, wenn wir das beibehalten, denn wie glaubhaft, wie glaubwürdig ist das, wie wir vorher immer sagten, ja gut, alles klar, ey, wie geht's dir? Ja gut, alles klar. Ja. Doch vorher auch nicht richtig. Nee, kann ja auch nicht sein, ja. Also man kann ja nicht 365 Tage immer alles klar haben. Das ist ja unrealistisch, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja? Also wir haben so viele Themenbereiche, Lebensbereiche und es wäre ja eine absolute Glückssituation, wenn alle Lebensbereiche jeden Tag, 365 Tage im Jahr, immer alles gut sind. Unwirklich. Genau, es ist unrealistisch. Ja. Und ich finde es einfach schön, dass die Leute sich trauen, da ein bisschen offener und ehrlicher ins Gespräch zu gehen und das Gegenüber auch eine größere Toleranz mitbringt, das auch so anzunehmen. Ja, also es geht ja auch um diese Sender-Empfänger-Geschichte. Ja. Der eine sendet es, mir geht es gerade nicht so gut, aber der andere nimmt es ja auch so an und sagt, okay, was ist gerade los, ne? Oder wo brennt gerade der Schuh, wo kann man vielleicht auch irgendwie unterstützen, weil dadurch, dass ja viele soziale Kontakte und Unterstützung weggefallen sind, gibt es ja auch Chancen für neue. Und das finde ich eben, ja, zum Beispiel, also haben wir die persönliche Erfahrung gemacht, wir haben Nachbarn, die leben seit 7 Jahren mit uns Tür an Tür. Und ich meine, wir leben in einem kleinen Ort. Wir leben jetzt nicht in Köln mitten in der City. Und man kennt sich so, wenn man sich so gerade beim Einparken, Ausparken, wie auch immer, winkt man sich kurz, spricht auch mal noch 2, 3 Sätze, aber das war's. Und durch Corona war es tatsächlich so, dass ja plötzlich so dieser Gartenfunk, also man steht auf dem Balkon oder im Garten,
die Nachbarin, der Nachbar steht gerade auf dem Balkon und im Garten und man quatscht einfach mal, weil erstens hat man ja den ganzen Tag nicht so viel zu tun, man hat keine Hobbys, man hat keine Termine und das hat für uns, war für uns der Beginn einer neuen Nachbarschaftsbekanntschaft, muss man ehrlich sagen, und seitdem ist es irgendwie sehr intensiv geworden. So von wegen, gehen wir spazieren, ja klar, ist ja irgendwie total unkompliziert und unproblematisch. Aber auch, hast du mal gerade noch 3 Eier, ich würde gerne einen Kuchen backen im Kühlschrank. Und kriegst du auch ein Stück ab. Ja, genau. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Oder auch so Unterstützung älterer Menschen, die jetzt gerade nicht einkaufen, das hat man ja auch so erlebt, ne? Also so dieses gegenseitige Helfen, Unterstützen. Und das finde ich schon einen gesellschaftlichen Mehrwert. Abschließend fasse ich mal zusammen. Das C-Wort ist nicht nur böse und nicht nur schlecht. Finde ich überhaupt nicht. Nein, ich auch nicht. Das ist auch ein Teil von Mindset. Und das bringt uns auch irgendwo von diesem Stresslevel, den wir ja alle haben, ein bisschen runter. Es ist ja auch nicht schlimm, Stress zu haben. Ja? Nein, Stress ist ja keineswegs jetzt, auch wenn es in der öffentlichen Meinung, sage ich mal, immer gleich so ein bisschen negativ besetzt und behaftet ist, genau, der Feind im Nacken, es ist ja generell nicht schlecht. Also zum einen bietet es uns ganz viele positive Optionen. Wir sind ja dann plötzlich ganz leistungsfähig und aufgeweckt und konzentriert. Die Frage ist ja nur immer, wie gehe ich dauerhaft mit diesen chronischen Stressoren um? Ne, das ist ja auch die Aufgabe, womit sich jeder Einzelne ein bisschen beschäftigen darf und für sich nochmal lernen und arbeiten darf. Ja. Aber ich sehe es in vielen, vielen Punkten gar nicht negativ, dieses letzte Jahr. Und genau aus dem Grund, was du gerade sagtest mit dem Thema Stress, es bringt Leistungsfähigkeit und ist auch sehr positiv und so. Aus dem Grund habe ich mein Programm Stress ist sexy genannt. Genau. Stress ist sexy. Ich finde, das ist, genau das möchte ich damit nämlich nehmen, dieses Böse, dieses, dass das Stress nur böse ist. Genau wie du sagst, es ist positiv und es ist negativ. Einfach, es macht die Menge aus. Genau, ja? Wie bei allem. Eben, wie bei allem. Aber ohne Stress können wir auch keine Leistung erbringen und können uns einfach auch nicht weiterentwickeln, nicht fortentwickeln. So ist es eben. Also ich habe auch eine Zeit lang mal die andere Seite der Medaille kennengelernt. Wir arbeiten natürlich sehr viel mit Menschen, die tatsächlich sehr viel um die Ohren haben. Ja, also der klassische Manager arbeitet 18 Stunden, deutsche-amerikanische Zeit. Der darf auch Stress haben. Ja, aber der auf der anderen Seite der Medaille, nämlich der Arbeitslose, der seit 10 Jahren arbeitslos ist, der darf ja keinen Stress haben, weil der hat ja nichts zu tun. Jetzt ganz hart und pauschal ausgedrückt. Und ich fand es super, super spannend, mal diese andere Seite der Medaille kennenzulernen und habe eine lange Zeit Arbeitslose über 50, die länger als 10 Jahre arbeitslos sind, gecoacht. Und es war super spannend zu erleben, was auch die für Stressoren im Alltag mit sich bringen. Ganz also natürlich ganz andere Stressoren. Andere, ja. Aber ich will nicht sagen, dass es dem einen oder dem anderen besser oder schlechter ist. Nein, überhaupt nicht. Es ist nur einfach anders. Das ist ja auch das Ding. Stress bedeutet für uns viel tun in wenig Zeit. Das stimmt ja auch. Ja. Das stresst mich auch. Wenn ich 3 Sachen irgendwie gleichzeitig machen muss, dann kann ich nicht sagen, ich bin total locker. Nee. Aber das ist ja nur ein Blickwinkel, ne, von Stress, den Druck zu haben. Ich habe jetzt seit 10 Jahren keine Arbeit. Ja. Das ist schon, das tut schon verdammt weh und das stresst schon sehr. Ja. Jetzt kommen wir eigentlich so ein bisschen ab, aber das macht ja nichts, ne? Wir können ja nochmal den Faden zurück zum Thema betriebliche Gesundheit in der Corona-Krise. Ja, was haben wir dazu gesagt? Wir erreichen auch Unternehmen, die sich bis jetzt noch nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt haben, auch wenn es natürlich schwieriger ist, ja, weil man hat Möglichkeiten, wie bei euch es eben die mobile Pause gemacht hat, die ein bisschen an die Hand zu nehmen und ein bisschen an dieses Thema heranzuführen. Und Unternehmen, die sowieso schon mit dem Thema vertraut waren, die machen jetzt eigentlich erst recht weiter.
Und was ich auch mitnehme, ist, dass es bei euch, bis auf natürlich die Screenings, dass das alles auch in digitaler Form stattfinden kann. Ob wir das jetzt durchgängig so haben wollen und mögen und nach dieser Zeit auch dann so 1:1 weiterführen, das lassen wir ja mal dahingestellt. Vielleicht ergeben sich dann ja wieder ganz andere Wege. Vielleicht ergibt es so ein Mix aus Präsenz und digitalen Veranstaltungen. Aber es muss deshalb jetzt nicht ruhen. Dazu besteht keine Notwendigkeit. Also mein Appell an Unternehmen ist wirklich immer, wenn ihr es schon macht, dann macht das bitte gerade jetzt weiter, weil es ist wichtiger denn je, es jetzt zu tun. Ja. Wenn ihr es vorher gemacht habt, macht es bitte weiter. Und es gibt alle Möglichkeiten, auch wirklich in der aktuellen Zeit. Es ist wirklich unglaublich wichtig, jetzt die Mitarbeiter zu unterstützen, egal ob es körperlich ist, ob es psychisch-mental ist, ob es Ernährung ist. Ja, also es gibt ja so diese Heißhunger-Corona-Themen oder der Corona-Plus oder es gibt ja schon für alles Mögliche wieder neue Fachbegriffe, was ich ganz witzig finde. Also egal, welches Themenfeld ich mir anschaue, Suchtprävention, Riesenthema. Ja. Egal, welches Handlungsfeld ich mir anschaue, es sind alle wichtig. Und ich sollte es auf jeden Fall jetzt bitte nicht ruhen lassen. Nein. Das ist wirklich so meine große Bitte und mein großes Anliegen, weil die Unternehmen oder besser gesagt die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen brauchen jetzt die Unterstützung. Und es ist auch egal, ob es der Azubi ist, dem gerade seine ganzen sozialen Kontakte wegbrechen, was in diesem Alter unfassbar wichtig ist. Oder die Führungskraft, die irgendwie schauen muss, wie es so ein Unternehmen durch die Krise leitet. Ob es der Produktionsmitarbeiter ist, der irgendwie plötzlich Schichtbetrieb hat und 3 Kinder zu Hause, die zu betreuen sind. Also ich glaube, jeder Einzelne, egal ob Single, Rentner, ja, Mutter, Vater, wie auch immer, hat so seine eigene persönliche Herausforderung in dieser Zeit. Und egal welche Maßnahmen ich anbiete, egal welches Handlungsfeld ich anbiete, sie sind wirklich dankbar für alles, was sie gerade bekommen können, um sich selbst was Gutes zu tun. Ja, ganz, ganz wichtig. Und ich finde ein sehr schönes Schlusswort. Möchtest du noch was ergänzen? Nee, also mein Schlusswort ist tatsächlich, ne, BGM jetzt erst recht. Also bitte kümmert euch jetzt um eure Mitarbeiter. Ihr braucht jetzt gesunde, fitte, motivierte, leistungsfähige. Und dann kommt ihr auch gut durch die Krise und dann kommt langfristig auch wieder der hybride Weg. Das heißt, wir werden natürlich mit Sicherheit diese digitalen Geschichten ein Stück weit beibehalten, weil es auch Vorteile mit sich bringt, keine Frage. Absolut. Also gerade wenn ich mir so bundesweite Unternehmen anschaue, ist es für viele leichter geworden, ja, weil ich nicht an jedem Standort vor Ort sein muss, sondern ich kann viel digital streuen. Aber natürlich ist es auch schön, gerade solche Themen wie Gesundheit auch live zu präsentieren. Ja, es ist für Mitarbeiter ja auch wirklich ein schöner Weg, mal raus aus dem klassischen Arbeitsalltag in so ein Thema zu kommen. Und von daher freuen wir uns unglaublich, wenn irgendwann wieder Präsenzveranstaltungen vor Ort möglich sein werden, die wir im Übrigen jetzt auch machen. Ja, also es ist nicht so, dass wir gar nicht mehr vor Ort sind, sondern wir haben auch in der aktuellen Situation Möglichkeiten gefunden, vor Ort zu sein. Also das ist natürlich dann nicht im Unternehmen drin, so wie das früher der Fall war. Aber es gibt zum Beispiel sogenannte Walk-in-Stationen. Ja, das heißt, auf dem Parkplatz gibt es dann verschiedene Stationen, die aufgebaut sind. Und die Mitarbeiter laufen dann so ihre Stationen ab an der frischen Luft, haben gleichzeitig ein bisschen frische Luft geschnappt und sich einen kleinen Bewegungswalk gegönnt. Und ja, können sich noch was Gutes tun zum Thema Gesundheit. Also wir arbeiten damit mit sogenannten Immunbags oder Glücksbags, verschiedenen Infoständen, Ausprobiermöglichkeiten, also alles, was natürlich Corona-konform ist. Ist ja klar. Natürlich, und wir sehen, wie flexibel wir auch sind. Das hätten wir sonst gar nicht so erfahren. Nein. Also der Mensch ist schon sehr anpassungsfähig. Total. Das nehme ich auch mit. Total. Aus dieser Zeit, genau.
Aber ich glaube, dafür war es auch gut, ne? Also wir haben ja eben darüber gesprochen, Corona, gut, schlecht oder wie auch immer. Ich glaube, dass diese Zwangssituation auch uns erst dazu gebracht hat, neue Dinge auszuprobieren. Natürlich. Hätten wir doch sonst nicht gemacht. Natürlich nicht. Nein. Nein, wenn wir nicht müssen, dann machen wir es nicht. Nee, genau. Und von daher bin ich auch dankbar für diese Lernerfahrung, die wir im letzten Jahr machen durften. Ja, natürlich. Richtig. BGM, wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn ihr schon BGM habt, dann führt es bitte, bitte jetzt erst recht fort. Liebe Carina Freude, ich danke ganz, ganz herzlich für dieses sehr intensive Gespräch und für neue Impulse, die wir alle mitnehmen dafür. Ich wünsche dir, dass du mit deinem Unternehmen, mit deinem Team, sowohl privat als auch beruflich, weiterhin gut durch diese Zeit kommst. Lasst euch nicht unterkriegen und ja, haltet die Ohren steif und motiviert fleißig die Menschen da draußen, so wie ihr das jetzt auch tut. Ja, vielen, vielen Dank auch an dich, liebe Christine. Dankeschön, sehr gerne.